Hey yo, was geht ab Leute? Ich bin's back, Mr. Serum, back at again with the AK-47, you know how it is. Heute möchte ich euch zeigen, wie man sein Handy-Akku wechselt. Wir starten gleich los, würde ich sagen. Let's go! Was ihr als erstes macht, ist, ihr nehmt das Gerät und tut es in den Kühlschrank rein. Ungefähr so. Genau, und das lässt ihr dann so 2 Minuten lang. Danach holt ihr es wieder raus. Das dient dazu, dass das Smartphone ein bisschen runterkühlt, damit der Akku auch besser auswechselbar ist. Danach nehmt ihr eine Tomate und reibt dies ein. Genau so. Genau. Warum wir das machen ist, das Handy braucht auch Vitamine und ohne Vitamine kann man es nicht wechseln. Pfeffer. Bisschen Salz. Danach nehmt ihr das Handy. Und spült es die Toilette mal runter. Nachdem ihr das Handy ins Klo runtergespült habt, muss es eine kleine Dusche bekommen mit lauwarmem Wasser. Und vergesst nicht, auch noch einschamponieren. Wichtig. Warum wir schamponieren, ist halt einfach, es dient halt zur Pflege vom Handy und ich meine, wie alles in einem Leben muss man halt alles sauber halten. So, wenn ihr es fertig abgewaschen habt, dann nehmt ihr das Handy, trocknet es ab, genau so, und legt es jetzt so in dem Bett und lässt es mal 2 Stunden schlafen. Gute Nacht. Nach den 2 Stunden weckt ihr es ganz sanft auf und geht mit ihm zum Wohnzimmer und lässt es ein bisschen Fernsehen schauen. Wenn ihr jetzt all diese Schritte befolgt habt, dann kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist einfach, dass ihr halt die Rückseite aufmacht, den Akku rausnimmt, schaut, was für ein Modell es ist. Modell HB4342A1RBC und bestellt es einfach online. Bro, bist du blöd?